Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Civilization 6. Und hier stehen sie, unsere sechs Apostel. Unsere sechs Apostel, die sich auf den Weg in den, ja, ich würde mal sagen, nichtgläubigen oder falschgläubigen Osten dieser Karte machen. Denn wir haben eine große Mission. Wir wollen den Religionssieg erreichen. Unsere einzige Chance mit Byzanz in, ich sag mal, wettbewerbsfähiger Zukunft, so möchte ich es mal nennen, irgendwie diese Partie noch siegreich zu gestalten. Unser Krieg gegen die Japaner ist irgendwie in der Luft verpufft. Ja, wie wir das hätten besser machen können, weiß ich ganz genau. Wir hätten einfach früher angreifen müssen, schneller sein müssen. Wir waren einfach zu langsam und die Japaner viel, viel zu schnell. Vielleicht hätte es auch noch die ein oder andere Stadt zu uns treiben können, aber ich glaube, wir hätten auf jeden Fall Tokio einnehmen müssen. Guckt euch mal an, wie viel Bevölkerung. Die Stadt hat 17 Bevölkerung. Das ist schon übel. Jetzt planen wir ein bisschen um. Wir siedeln. Haben schon ein, zwei Siedler losgeschickt, die hier sind, um noch ein paar neue Städte zu erschließen. Mit sehr, sehr guten heiligen Städten, damit wir deutlich mehr Glaubensoutput bekommen. Und jetzt immer schön Wellen an, ich sag mal, religiösen Einheiten gern Osten schicken können. Also, mein erstes Ziel ist, und das ist auch das wichtigste Ziel, Norwegen und England zu überfallen, glaubenstechnisch. Dass wir uns hier versuchen auszubreiten, die Inka einzunehmen, natürlich auch. Und Kanada ist am Ende dann irgendwie ein Selbstläufer. Die haben keine eigene Religion. Das sollte irgendwie funktionieren. Wir haben jetzt hier auch schon weite Teile der Japaner eigentlich bekehrt. Gut, da fehlt jetzt noch die eine oder andere Stadt, aber das ist jetzt im Endeffekt schon alles das Wichtigste, ne? Yokohama möchte ich jetzt noch bekehren, dass die nicht irgendwie noch umkippt. Taruga wird sich selbst bekehren und auch Nagano tippe ich mal. Da brauchen wir nicht viel machen. Aber das ist schon mal wichtig. Und dann hoffe ich, dass wir mit unseren sechs Aposteln und den Kriegern ganz erfolgreich sein können. Na? Also, großes, großes Ziel. Ansonsten, ich nehme jetzt im Vorlauf aus. Das heißt, die Folge, die heute, also die am Freitag rausgekommen ist, auf die konnte ich natürlich noch nicht reagieren. Die Folge hier erscheint ja jetzt am Sonntag. Das heißt, für euch ist das Wochenende jetzt schon fast wieder vorbei. Oh mein Gott, genießt den Sonntag noch, Freunde. Und ja, nach der Sonntagsfolge, also für die nächste Dienstagsfolge, kann ich dann wieder auf alle Kommentare aus den beiden letzten Folgen eingehen. Also auf diese auch. Und dann nehme ich wieder tagesaktuell auf. Seht es mir also ein bisschen nach. Das liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt doch die Woche ein bisschen unterwegs war und dann ein bisschen fortproduzieren musste. Falls euch das alles hier gefällt, weiterhin gefällt und ihr weiterhin dabei bleiben wollt und das sehen wollt, was ich hier mache mit diesem Liedermarathon, wir spielen jedes Civ durch von A bis Z, beziehungsweise jeden Anführer, dann ja, liked doch gerne die Videos, kommentiert gerne auch darunter. Frank ist immer der einzige Mohikaner. Unterstützt Frank! Frank braucht Unterstützung in der Kommentarspalte. Er muss erhört werden, er muss da unterstützt werden. Er macht da ganz, ganz tolle Sachen, kommentiert sehr, sehr viel und ausführlich. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, seid bitte wie Frank, tut es ihm gleich. Schaltet euch ein, ihr könnt hier aktiv mitgestalten, diskutieren. Kommt gerne auch in den Discord oder bei Twitch vorbei. Vielleicht spätestens, wenn Civ 7 draußen ist, werden wir das sicherlich auch mal wieder live anspielen. Dann hoffe ich, dass ich euch alle, die hier fleißig zuschauen und die Videos liken, dann auch mal bei Twitch begrüßen darf. Das wäre cool. So, wir gehen weiter und ich bin super gespannt, ob das hier was wird mit unseren Aposteln, aber ich hoffe das ganz, ganz sehr. So, wir sind im Industriezeitalter und wir haben vor allem erstmal ein goldenes Zeitalter. Das ist super wichtig. Damit sollten unsere Städte jetzt erstmal auch sicher sein und nicht kippen. Das ist wichtig, vor allem hier für die Städte, die wir jetzt begründen wollen. Da seht ihr es auch. Wir hätten jetzt theoretisch sogar die Möglichkeit. Oh, jetzt müssten wir uns mal überlegen. Wir haben das Feld ja nicht genommen. Wegen dem. Schaut mal. Oh, das wäre natürlich jetzt eine Idee. Das Aquädukt vielleicht nicht zu bauen. Und hier direkt an besseren. Ja, um die Stadt so ein bisschen hier zu entzerren. Dann könnten wir das ein bisschen anders machen. An sich finde ich die beiden Städte hier oben okay. Die ja auch wegen dem Industriebezirk. Jetzt überlege ich gerade, ob wir die Stadt nicht vielleicht sogar hier bauen wollen. Direkt am Wasser, weil wir diesen Loyalitätsdruck hier nicht mehr haben. Natürlich die Frage, wenn wir kein goldenes Zeitalter erreichen, dann sind wir natürlich, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, ziemlich angemeiert. Wir könnten natürlich auch hier noch ein Aquädukt. Wäre fast schöner, ne? Und den Handelsbezirk hier hinsetzen.
Das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bringen. Lass uns mal überlegen, ob wir das vielleicht sogar machen sollten. Lass uns das mal wegnehmen, genau. Hier raus ein Aquädukt bauen. Hat dann ja immer noch Verbindung zum Dings. Und vielleicht dann hier den Handelsbezirk. Ja, gut. Naja, das entscheidet das hier nicht, aber prinzipiell ist das jetzt. Ja, gut. Das Handelszentrum hat dann natürlich plus 3. Ich weiß gar nicht, ob das vorher hatte. Ich glaube, es hatte auch. Es hat weniger, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal umdrehen. Doch nochmal die Stadt hier hinfügen. Aquädukt. Und Handelszentrum. Er hat dann hier plus 4, ne? Für den Industriebezirk ändert das nichts, dann lassen wir das so. Und wir sind auf der sicheren Seite. Wir sind auf der sicheren Seite, falls. Falls da doch irgendwie. Ich sag mal. Die Loyalität nochmal kippt. Dass wir dann doch eine Stelle höher sind. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Hier geht's. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen wieder sammeln. Oh, und. Und ich glaube, wir entdecken noch einen Glauben statt Staat. Oh, okay, das könnte uns nochmal weit nach vorne bringen. Ich würde ihn ein bisschen gesammelt losschicken. Das könnte uns wirklich nochmal ein bisschen nach vorne bringen. Naja, wir gucken mal, wie weit die da schon ausgebreitet sind. Neue Stadt-Stadt-Quest gibt es. Taruga. Und Gasagamo hat uns eine neue Quest gestellt. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben ein goldenes Zeitalter. Was können wir denn für den Glauben hier machen? Schauen wir mal. Okay, anderen Kontinent, das ist Quatsch. Münzreform, ja gut, das ist auch egal. Ah, das ist alles nicht so richtig, was wir brauchen, wenn man ehrlich ist. Herrschlag des Dampfes. Ja gut, ein bisschen Campus haben wir, aber das ist nicht viel, ne? Das bringt uns eigentlich gar nichts. Unsere Händler können nicht geplündert werden. Plus 3 Gold pro Spezialbezirk in der Zielstadt. Okay, aber wir haben gute Handelswege. Das könnte uns eine ganze Menge mehr Gold geben, ne? Lass uns mal ganz kurz schauen, wo unsere Handelswege gerade lang gehen. Okay, der ist nach Trapezunt. Da sind gerade mal 2. Das sind 6 Gold. Aber Tokio hat doch eine ganze Menge, oder? 1, 2, 3, Lager, 4, 5 Bezirke mindestens. Das sind 15 Gold mehr, also 21 Gold pro Runde mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir natürlich noch ein paar Händler dazu bekommen. Ja, okay. Lass uns mal ausschließen. Was würden wir denn nicht nehmen? Also ich meine, das ist Quatsch. Wäre natürlich toll. Aber okay, wenn wir natürlich jetzt andere Städte gründen, sind die auf einem anderen Kontinent? Nein, oder? Nein, die sind nicht auf einem anderen Kontinent. Die sind alle noch auf Rodinia. Okay, dann können wir das tatsächlich knicken. Dann brauchen wir das auf jeden Fall nicht. Das gibt uns nur plus 3 Produktion und auch nur in einer Stadt oder in 2 Städten, wo wir einen Campus. Ne, wir haben nur einen Campus gebaut bis jetzt. Das ist also auch Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch. Das wäre jetzt noch interessant gewesen, hätten wir noch den Krieg gegen die Japaner. Also, ja, eigentlich ist die Münzreform das Beste. Ja. Nehmen wir das. So, und hier. Oh, guck mal, Yokohama ist gekippt. Ja, cool. Ja, gut, dann brauchen wir auch nichts mehr machen. Konvertiert in 9 Runden. Dann müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen hier. Der hat noch eine Verbreitung. Ich schaue mir jetzt doch nochmal als die Städte hier unten an. Wie viele sind es denn noch bei den Japanern? Wir gehen nochmal auf Religion. Ja, okay, die konvertieren relativ schnell. Dann könnten wir vielleicht sogar schon, ja, zum Japaner vielleicht gehen. Ich weiß es nicht. Kriegen wir irgendwo eine Quest hier in der Nähe, dass wir bekehren müssen? Plänkler, Handelsweg entsenden, Handelsweg entsenden. Eingebung für Humanismus. Nee, haben wir auch nicht. Okay, dann brauchen wir das also auch nicht beachten. Mann, Mann, Mann. Okay, also da können wir nichts reißen. Wir kriegen ja auch 100 Gold, wenn wir irgendwas bekehren. Das sollten wir nicht vergessen. Vielleicht haben wir da irgendwie noch eine Möglichkeit, relativ schnell eine Stadt zu bekehren, um 100 Gold einzusammeln. Ich fände es halt aber auch ein bisschen verschwendet hier, ehrlicherweise. Da ist einer. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel ausrichten können. Okay, Produktion. Konzentration wieder auf unser
auf unsere Ländereien. Wir wollen auf jeden Fall die Schafe noch modernisieren. Wir können in bald einen neuen Bezirk bauen. Das dauert noch ein bisschen. Solange müssen wir uns irgendwie über die Runden kommen. Wir brauchen vor allem Nahrung und ja, Nahrung vor allem. Das können wir hier irgendwie nicht schaffen. Handwerker, Siedler, wir müssten noch theoretisch einen Siedler bauen, aber den wollen wir nicht hier bauen. Die Terrakotta-Armee wäre tatsächlich ein interessantes. Ja, können wir nur hier bauen. Muss auf Flachland gebaut werden, glaube ich. Brauchen wir jetzt inzwischen nicht mehr. Wäre zwischenzeitlich sehr, sehr gut gewesen. Militärpioniere, das ist alles irgendwie Quatsch. Heilige Stättengebet. Ja, gibt uns mehr Glauben. Lachen wir das erstmal. Ist jetzt nicht ganz so sinnvoll, vielleicht, aber. Naja, ein bisschen bringt uns dann vielleicht doch noch was. Guck mal, den können wir noch ein weiter nach vorne schicken und schon haben wir Vatikanstadt freigeschaltet. Das ist auch mal toll. Und wir sind die Ersten auch. Das ist noch viel, viel besser. Und wir haben noch ein Bonusdorf auch noch entdeckt. Ja, meine Güte. Jetzt so spät. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da bekommen. Lass uns mal schauen, was uns der Vatikan denn bringen könnte. Wir haben noch nämlich Gesandte frei. Wir können da Suzerän werden. Oh ja, das will ich auf jeden Fall. Ja, das wäre auch Quatsch. Wenn ihr eine große Persönlichkeit aktiviert, verbreitet sie 400 religiösen Druck eurer begründeten oder vorherrschenden Religion auf Städte innerhalb von 10 Geländefeldern. Ja, wunderbar. Und es gibt natürlich Zeitalterpunkte. Wir haben den Vatikan freigeschaltet. Schaut mal, wie viel. Oh, hier werde ich. Warum hätten wir nicht hier oben starten können? Nee, jetzt wirklich mal. Schaut mal, wie viele schöne, fruchtbare Länder hier sind. Flüsse. Wir haben wirklich mit Abstand die blödeste Startposition des ganzen Gebiets bekommen. Oben links in der Ecke. Und schaut mal, wie schön das hier aussieht. Oh ja, und noch eine ganze Menge Bonusdörfer. Machen wir jetzt, glaube ich, da oben hin keinen Abstecher, aber ich denke mal, das hier holen wir uns auf jeden Fall. Ziemlich cool. Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Ab in die nächste Runde. Was könnten wir? Da muss ich nochmal überlegen, mit unserem Gold machen. Ich würde sagen, wir werden dann, glaube ich, nochmal den letzten Siedler dafür kaufen, oder? Dass wir darauf erstmal sparen? Ich würde sagen, ja. Machen wir, glaube ich, auch. Ich nehme jetzt übrigens gerade am Freitagmorgen auf. Ich mache mich dann später auf den Weg gen Süden. Was aus meiner Position heraus auch nicht so wahnsinnig schwer ist, denn viel nördlicher als ich kann man fast gar nicht wohnen. Also zumindest nicht, was, wenn man in Deutschland wohnt. So. Wohnraum brauchen wir. Ja, die können erstmal da bleiben. Leichter Vulkanausbruch, okay. Ja. Einheit benötigt. Ja, gut, haben wir auch. Kommen wir da schon hin? Nee, ne? Nee, egal, gut, die können sich alle jetzt noch zurückbewegen. Ja, das ist auch das, was wir wollen. Und noch einen Start starten. Nalanda. Oha. Da sind sie jetzt aber, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. So, ich glaube, das sind ja auch die letzten beiden, die uns noch gefehlt haben, ne? Vatikanstadt. Auch wieder Glaube. Und dann noch, wie hieß es jetzt? Entschuldigung. Nalanda. Hatten wir den schon? Ich überlege gerade. Ist auf jeden Fall ein Wissenschaftsstadtstaat, den kennen schon viele. Was hat die denn für, haben die denn für Bonus? Eure Handwerker können jetzt Mahavira-Modernisierung durch. Oh, Wissenschaft und Wohnraum. Plus Glauben für jeden angrenzenden heiligen Städtebezirk und ein Wissenschaft für jeden. Oh, an Tapusbezirk. Aha. Der ist ja super stark. Nalanda, hallo. Ich möchte, ja, souverän werden. 7. 7. Gesandte brauchen wir dafür. Ja, super. Na gut. Okay. Ja, man kann nicht alles im Leben haben. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich würde gerne nochmal hier unten gucken, ob da noch eine Stadt ist. Nee, das sieht aus, als ob es dann hier war. Was ist, wenn wir hier nichts? Dann haben wir drei Bürger, die der Religion folgen. Wir pushen das natürlich ein bisschen mit der Konvertierung und dem Druck. Ja, ich denke mal, das könnte man theoretisch machen. Es gibt keine Mehrheitsreligion. Das ist ein Problem, ne? Wir müssten eigentlich darauf abzielen, dass hier noch mehr kommen.
Aber wir werden auch keine anderen bekehren, ne? Wenn man ehrlich ist. Winnipeg vielleicht. Da müssten wir schon weit, weit ziehen. Wäre natürlich eine interessante Sache. Wir vor allem, hier müssen wir uns ein bisschen aufpassen, dass der Hinduismus sich nicht ausbreitet in die Richtung. Ja, das dauert, würde jetzt auch da, ewig dauern, bis ich hier ist, ne? Wie viel? 10 Runden? Für 100 Gold. Ach komm, wir machen das hier. Damit dürfte religionstechnisch hier auch bald dann alles kippen. Das ist schon mal gut. Und wir konzentrieren uns jetzt wirklich darauf, dass wir gerne West-Osten kommen. So, wir kosten jetzt Apostel im Moment. Apostel kosten 600. Das heißt, um jetzt wieder, sag ich mal, so 6, 7 Stück zu machen, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen sammeln. Ich würde die immer so in Sechsergrüppchen losschicken. Je nachdem, was die dann so als Fähigkeit haben. Genau. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Oh, ich bin super gespannt, ob das was wird, ne? Bin super gespannt. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Krieg mit denen haben. Können wir eine Freundschaft mit denen verkünden? Ja, sehr gerne. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Wir könnten auch eine Allianz machen. Das wollen wir nicht. Aber wir sind erklärte Freunde. Das ist schon mal gut. Dann können die Norweger uns jetzt erstmal nicht stören. Die Engländer, vor denen habe ich eigentlich keine Angst. Vor denen habe ich wenig Angst. Ja, gerne. Die Botschaft können wir gerne einrichten. Das gibt uns auch noch mal eine ganze Menge Gold. Und wir brauchen Gold. Oh, was ist jetzt hier passiert? Nein! Jetzt nicht wirklich, oder? Oh, wie ätzend. Die anderen haben uns nicht angegriffen, ne? Aber der. Oh, wirklich jetzt? Oh nein, du Mistplänkler. Du absoluter Mistplänkler. Okay, wir werden. Ach, die zählen nicht mehr hier für das Dorf. Ja, schade. Okay, die müssen sich da drauf bewegen, ne? Oh, wir dürfen jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Plen Leute, Einheiten verlieren, ne? Hat er die einfach an? Der muss ja schon auf das Feld gehen, oder? Also ich. Oh Gott, das wäre jetzt eine Katastrophe, ehrlicherweise. Wir schicken die mal alle hier hoch in Norden. Wir müssen das gleich mal beobachten beim Rundenwechsel. Oh nein! Das ist ja super ärgerlich. Wollen wir noch Stonehenge bauen? Das dauert 4 Runden. Wir kriegen dafür eigentlich nicht mehr viel. Plus 2 Glauben, das lohnt sich nicht. Die Basilius-Kathedrale würde ich ganz gerne bauen, aber die würde ich dann tatsächlich da oben bauen. Lohnt sich da auf jeden Fall mehr. 7. Ja, wir hatten. Ah, wir haben jetzt schon 3 komplett ausgebaute Bezirke. Oh, ist das ärgerlich gerade. Boah, ärgert mich das. Massiv, massiv ärgert mich das. Mittelalterliche Mauern. Geben natürlich die Außenverteidigung hoch. Und sehen ganz nett aus. Produktion. So, Schrein. Ja, wir wollen natürlich jetzt auf jeden Fall das Ganze ein bisschen pushen. Okay, das ist Gebirge. Wir müssen anscheinend eh dann nördlich rum. Jetzt gucken wir uns das mal an, was der Plänkler hier macht. Genau, schieß ihn noch mal weg. Jetzt geht er dahin. Du, der du gehst den schmalen Pfad durch Tophets Flammen zum jüngsten Tag, den Heiden ihr Gebet nicht versag, zum Buddha in Kamakura. Das Kotoku Inn gebaut, sehr schön. Das gibt, glaube ich, Glauben, einiges an Glauben, ne? Plus 20% Glauben in dieser Stadt gewährt 4 Mönchskrieger. Sehr schön. Die können, glaube ich, einfach angreifen, ne? So, wollen wir mal gucken. Erhalte plus 3 Kampfstärke für jede heilige Stätte, die zu eurer Religion konvertiert ist. Außerdem wird die Religion von Byzanz auf Städte in der Nähe verbreitet, wenn eine Einheit einer großen Zivilisation besiegt wird.
Die Mönchskrieger hätten wir mal im Kampf haben müssen, auch, ne? Mit den Tagmas zusammen. Aber die werden wir jetzt einfach mal als Kampfeinheiten mitschicken, oder? Das Kotoku Inn ist gebaut, 20% mehr Glauben in der Stadt, ist wunderbar. Und ich möchte gerne die Basilius-Kathedrale bauen. Auch wenn sie... Oh, wir können erstmal neue Bezirke, theoretisch könnten wir neue Bezirke auch bauen. Die Frage ist, was wir bauen wollen. Oh ja, hier neben den Wundern wäre natürlich unfassbar gut. Wo würden wir denn die Basilius-Kathedrale bauen? Dahin. Stimmt, die muss ja... Warte mal, was gibt die? Die gibt auf jedes Feld. Plus ein Nahrung, plus ein Produktion, ein Kultur. Auf alle Tundra Geländefelder in dieser Stadt. Muss an ein Stadtzentrum angrenzen. Ja, das ist natürlich Bombe. Ne? Ich würde sagen, die bauen wir... Ja, können wir hier hinbauen, oder? Dann können wir die heilige Stadt, die Dings auch hier unten hinbauen, den Theaterbezirk. Ja, die bauen wir auf jeden Fall. So, Siedlung gründen. Inkaka urhuguna kamachihnimi. Kayal papi ama kirki waichu. Sehr gut. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Kein Problem, machen wir. In Runde 170 haben wir das Kotoku Inn übrigens gebaut. Oh, wir haben eine neue Stadt, Freunde. Sinope. Oder Sinope, wahrscheinlich offiziell. Auch gleich mit der Einheit, wunderbar. Wir fangen gleich mit dem Aquädukt an, oder? Wir müssen ja hier erstmal Wohnraum schaffen. 49 Runden, das dauert ewig. Wir sollten irgendwie einen Handwerker haben hier. Den müssen wir vielleicht schon... Wir müssen vielleicht erstmal einen Handwerker kaufen hier. Wir bauen trotzdem erstmal das Aquädukt. Wir brauchen hier Wohnraum unbedingt. Okay, der hat jetzt erstmal überlebt. Das ist wunderbar. Dann haut hier mal ganz schnell ab. Oh, ist das nervig. Also tut mir leid, das war jetzt wirklich ätzend. Mit dem Aposteln. Wann hat er uns denn geklaut? Unseren Disputanten? Das wäre noch krass. Ja, okay. Ich glaube ja, tatsächlich, oder? Ja, der hat auch noch unseren Disputanten getötet. Es ist unfassbar. Okay, hier sind übrigens auch noch Apostel. Das wird dann gleich mal den theologischen Kampf geben. Wie nervig! Wie nervig! Unfassbar! Die blöde KI! Darüber kann ich mich jetzt ärgern. Wir bauen übrigens gleich Salpeter und den Steinbruch aus hier. Ich glaube, das wäre auch sinnvoll hier. Ja, genau. Wir können hier erstmal die Mehrproduktion nehmen. Wir haben eh Wohnraumprobleme. Ist ja unfassbar. So, was machen wir als nächstes mit dem guten... nix. Wir könnten natürlich Minen bauen. Wir können auch Kloster bauen. Das gibt, glaube ich, aber nur Glauben. Würde aber plus 3 Glauben geben. Hier das Kloster, das bauen wir auf jeden Fall. Nicht schon wieder einer, oder? Extreme Dürre tritt auf. Das ist sogar bei uns. Die Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. So, wir haben erstmal die Forschung abgeschlossen. Wir haben einen Bonus gemacht. Wir haben noch einen Bonus gemacht. Wir brauchen Wohnraum. Ja, das wissen wir. Wir bauen aber erstmal... Was bauen wir denn aus? Die Salpetermine? Ja, gibt 3. Oh ja, das ist gut. Vor allem... Können wir dann jetzt hier mal kurz ändern hier, ne? So, 3 Nahrung. Sehr schön. Jetzt hat er uns wieder eingeklaut, ne? Ich krieg die Krise. Ja, weg damit jetzt hier. Wir müssen jetzt ganz schnell weg. Ist das nervig. Also, dieser Plänkler hat uns einfach mal 2 Apostel gekostet. Unfassbar. Unfassbar. So, Kolonialismus erforscht. Wir haben, wir haben einen Gesandten in der Landa bekommen. Das ist sehr schön. Den können wir gut gebrauchen. Bisschen mehr Forschung. Wunderbar. Astronomie-Bonus. Drall-Bonus. Auch sehr schön. Dürre und, ja. Der hat uns wieder eingekostet. Unfassbar. So, wir haben bald 9 Einwohner. Bei 10 können wir den nächsten Bezirk bauen. Das heißt, wir sind hier noch ein bisschen, ich sag mal, wir haben hier noch ein bisschen was vor.
Heilige Städtegebet vielleicht. Ja, ich würde jetzt massiv in Glauben gehen. Nützt nichts. Technologie müssen wir jetzt ans anwählen. Können wir irgendwo noch was tun, damit wir mehr Glauben bekommen? Ja, Druck ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, glaube ich. Wobei, wir müssen mal gucken. Gibt natürlich einen Joker-Politikplatz. Ja, alles andere ist jetzt irgendwie auch nicht so spannend. Wissenschaftstheorie, Kohle. Ja, gut. Das bringt uns jetzt alles nicht so viel. Die Hagia Sophia wäre noch ganz interessant als Wunder. Gerade für die Verbreitung wäre das natürlich sehr, sehr stark. Die wurde auch, glaube ich, noch nicht gebaut, ne? So, wir werden jetzt einfach mit den Mönchskriegern dahin ziehen und diesen Plänkler. Das ist jetzt eine persönliche Fehde. Das hat jetzt nichts Spieltechnisches zu tun. Das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Fehde, die wir da jetzt haben. So, genau, wir bewegen die einfach und gehen weiter voran. Du könntest einfach jetzt nochmal den Steinbruch modernisieren. Das wäre auch ganz praktisch. Und, du bist ja auch schon bald da, ne? Ja, guck mal. Ist das nicht schön? So, dann ab in die nächste Runde. Ja, da wird natürlich missioniert. Oh, da sind auch Missionare. Warum auch immer die da hinten sind. Man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt. So, Politiken gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Nicht vergessen natürlich. So, bewegt euch. Bewegt euch rasch. Ihr habt zu tun. So, wo ist denn hier unser Handwerker? Dahin bitte. So, dann gucken wir mal. Ja, genau, da bauen wir jetzt auf jeden Fall ein Kloster. Das gibt uns nochmal einen Wohnraum. Und es macht uns das Feld ein bisschen besser. So, ich möchte die jetzt ganz gerne mal wieder ein bisschen zusammenführen. Dass wir hier immer noch, man glaubt es ja kaum, so Dörfer aufdecken. Das ist gut. Da können wir so einen Speer vielleicht sogar hinschicken dann gleich. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier das große Berg-Abenteuer. Da müssen wir dann eh nach Norden hoch. Salpeter, ja, wollen wir erstmal nicht vertauschen, klar. Okay, was machst du weiter? Das Sägewerk auf jeden Fall bauen. So, dann weiter mit unseren Mönchskriegern. Ihr kommt jetzt schön hinterher hier. Wirklich unfassbar. So, Produktion wählen. Was haben wir denn? In 7 Runden können wir weitermachen. Potala Palast dauert 44 Runden. Das ist ganz schön lang. Aber wartet mal. Der gibt doch auch noch Diplomatie. Aber ne, den Potala Palast wollte ich auch bauen. Aber ich wollte jetzt die Hagia Sophia bauen. Ne? Also den würde ich auch ganz gerne bauen. Muss auf einem Hügel neben einem Berg gebaut werden. Produktionstechnisch sind wir in Antiochia jetzt nicht so wahnsinnig super. Hier sind wir produktionstechnisch auch noch nicht so weit. Aber natürlich den Tempel. Wir könnten überlegen, den Gurdwara hier schon, glaube ich, zu bauen, ne? Ach ne, den müssen wir danach erstmal machen. 44 Runden ist einfach zu viel derzeit noch. Dann machen wir weiter das Heilige Stättengebet. So, wir wollen die aufsteigende Welt aus dunklen Wassern, entstanden aus den Leeren ohne Form. Uvus nur Becken mit Doppel-U. Schön. Schönes Naturwunder. Ach nee, Uvs. Uvs nur Becken. Schönes Naturwunder. Erstmal gibt das eine ganze Menge Glauben. Also ich wäre wirklich gerne hier gewesen, ne? Hier wäre es so viel schöner gewesen. Oh, guck mal, da ist eine... Das ist doch eine norwegische Stadt hier, oder? Sehe ich das falsch? Ja, guck mal, da ist doch die erste... Die englische Stadt. Die englische Stadt, die wir bekehren wollen. Gibt übrigens noch einen Zeitalterpunkt, dass wir das entdeckt haben. Dann ist das die erste Stadt, die wir hier bekehren wollen. Schauen wir doch mal.
Wir sitzen hier mit Religion aus. Ja, genau, und dann gehen wir weiter Richtung Osten. Das wird jetzt wahrscheinlich in der ersten Welle noch nicht so krass sein, weil wir dann natürlich, ja, ärgerlicherweise von der KI ein bisschen geärgert worden sind. Dieser Plänkler, ne? Da sind Apostel. Ist das ein Disputant? Erlaubt ihr uns eine Botschaft? Natürlich. Gibt Gold. Oh, jetzt kommt schon wieder der Bell. Jetzt kommt er schon wieder. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. Jetzt kommt da schon wieder Barbaren. Können die sich da nicht mal um ihre Barbaren kümmern? Was verwahrlosen die denn da so? Oh, jetzt 4-2. Ne, wir nehmen erstmal die mehr Nahrung hier, dass wir den zweiten Bürger haben, dann geht das insgesamt schneller. Und hier wollen wir natürlich die Stadt gründen. Den könnten wir aufbessern zum Tagma. Ist von der Verteidigung her ein bisschen besser. Ich würde es fast machen, auch wenn uns das jetzt ein bisschen Gold gekostet hat, aber ist egal. Und natürlich bauen wir auch hier erstmal das Aquädukt. Und wir kaufen auch hier sinnvollerweise auf jeden Fall einen Handwerker, auch wenn uns das jetzt eine ganze Menge Gold oder Geld kostet, aber das müssen wir dann hier einmal machen. Produktion wählen in Adrianopel. Wir haben, oh, jetzt 7. Wir können jetzt Archäologisches Museum oder Kunstmuseum bauen. Ich glaube, ich bin eher auf Archäologie aus. Ich glaube, da können wir mit mehr anfangen. So, was machen wir? Bist du ein Disputant? Wenn ich dich jetzt angreife... oder wollen wir... Das sind ja eher unsere Verbreitungsleute, ne? Genau, lass uns erstmal die Religion verbreiten. Wobei ich jetzt ein bisschen Angst habe gerade, weil hier ja schon wieder so eine blöde Barbareneinheit ist. Der kann 2 Schritte laufen. Der wird uns doch jetzt schon wieder erreichen hier, ne? Vielleicht können wir unten rum lang gehen. Und wir können vielleicht doch angreifen. Aber erst wollen wir eigentlich verbreiten. Lass uns die mal hier hinstellen und mal gucken, was passiert. Wir müssen jetzt ja nicht den theologischen Kampf... Gut, wir können... Eisen. Der gibt uns viel Geld für Eisen. Mal gucken, wie viel. 11, 12, 13, 14, 15... 18 Gold. Oh, der gibt uns... Oh, der Kanadier. Der Kanadier übernimmt sich hier, glaube ich, gerade geldtechnisch komplett, oder? Okay, wir können ihm 40 Eisen geben. Für 26 Gold. Okay, der nimmt auch Pferde. Ja, okay. Alles klar. Wie viele Pferde nimmst du? Auch 40? Nee, der gibt uns weniger Pferde. Ich glaube irgendwie 25 oder so. 26 waren es noch. 27 Pferde. Das sind mal Deals. Die nehmen wir doch gerne an. Und dann achten wir mal drauf, was der hier macht. Ja, wir könnten den angreifen, aber ich würde sagen, wir warten erstmal ab. So, Sägewerk ist ja gebaut. Jetzt hat er noch eine Sache, die er machen kann. Hier könnten wir noch den Mais anbauen. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Wie sieht es inzwischen aus mit Kultur und Wissenschaft? Das ist immer noch ziemlich mau gegenüber der KI. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Sechssalpeter. Ja... Okay, können wir machen. Wir brauchen das Gold. Okay, der zieht's herunter. Eine Jahrtausendflut, die uns nicht weiter stört. Aber... Oh Gott, hier sind so viele Einheiten, ne? Okay, gucken wir mal. Wir können ja schon bekehren. Das ist sogar Protestantismus, der hier vorherrscht. Interessant. Können wir hier unten rumgehen? Oder sind da auch Berge? Ne, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann können wir hier auch unten rum lang gehen. Wohnraumprobleme in Nikomedia. Ja, das wissen wir.
Das wissen wir. Ist nicht schön, aber lässt sich jetzt erstmal nicht vermeiden. Ja, das wird. Den dritten lassen, heben wir natürlich hier nochmal auf, wenn sich das dann hier ein bisschen vergrößert. Sägewerk würde ich jetzt erstmal noch nicht bauen. Da gucken wir dann in Ruhe. Ja, die Mönchskrieger schicken wir die jetzt hier im Norden lang oder im Süden? Ich glaube, die schicken wir mal ein bisschen jetzt gen Süden wieder. Da oben müssen wir die eigentlich relativ egal. Die wollen wir jetzt nicht verheizen. Sind dagegen unwichtige Barbaren kämpfen und da ist es mir jetzt auch erstmal egal. Das bringt uns jetzt hier nicht so viel, wenn wir da jetzt den theologischen Kampf aufnehmen. Vor allem, weil wir da den Disputanten nicht haben. So, ich würde sagen, wir starten mal eine nächste Welle mit Einkäufen hier. Mit Aposteln. So. Perfekt. Dann kommen dann nächste Runde nochmal zwei dazu. Und dann ziehen wir weiter. Genau, der zieht da unten lang. Das ist gut. Da oben kommt der nächste Apostel. Da marschiert Was ist denn hier für ein Kampf? Und hier wurde jemand gefangen genommen. Ach so, Produktion sabotieren. Wir kriegen eine ganze Menge Geld von den Kanadiern und dann wird hier hintenrum uns sabotiert. So ist das also. So ist das also. Die ganz gemein hinterhältigen Kanadier. Oha. Was ist denn da eigentlich für ein Krieg, der da schon wieder ausbricht? Sind das die Engländer hier gegen die... Oh, da ist ein Siedler, glaube ich, eingenommen worden jetzt. Ja, da ist ein Barbarensiedler jetzt. Okay. Gut, also, einheimische Wege brauchen wir nicht mehr. Hier, was sieht's denn aus? Kyoto. Hi, der Witzka. 18 Gold. Ja, sowas von. Gib mir die Kohle. So, lass uns mal... Ja, genau, wir machen das jetzt erstmal so. Wir befördern die jetzt erstmal. Das wäre natürlich irgendwie cool. Aber das bringt uns wenig. Ja gut, den Redner. Das ist nicht die beste Beförderung. Ist doch bloß, die haben jetzt alle die gleiche Beförderung. Weil wir die alle in der gleichen Runde jetzt wirklich die alle die gleiche Bekehrung dann haben? Ist das immer rundenabhängig? Ach, wie krass. Das ist aber dann... Nee, das kann nicht sein, oder? Auch noch einen Apostel. Jetzt will ich mal wissen, was der dann in der nächsten Runde hat. Feindlicher Spezialist hat die Produktion sabotiert. Ist ja unfassbar. Also ist ja wirklich Wahnsinn. Wir werden hier sabotiert. Handwerker. Wir haben da. Oh ja, wir haben da noch mal ein bisschen was auszubauen. Ist das frech? Ja, du gehst dahin und du, dich mache ich platt. So. Kenne ich keinen Spaß. Ja, du bleibst da, klar. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Das, wenn es Gottes Wille ist, ist das eure Untertanen an unser Glauben. Ist, ist es eben so. Genau. So. Ich würde auch sagen, wir sehen da jetzt keinen verwerflichen Akt, ehrlicherweise. Ich habe bloß Angst, dass der auch gleich irgendwie hops geht. Ja, gut, wir haben die doch alle bewegt. Ob wir den jetzt angreifen sollen, weiß ich gar nicht. Religiöse Stelle durch Eigenschaft Ordnung. Das sind doch unsere, oder? Ja komm, dann machen wir das, oder? Was ist denn das für ein Apostel? Wir wollen ja eigentlich kämpfen mit denen, aber... Die, ist das der Märtyrer? Warte mal. Aber das ist ja mit dem Druck. Dreifache Stärke. Eigentlich wollen wir die ja... Ist das unser Märtyrer? Nee.
Okay, eigentlich wollen wir die zum Bekehren benutzen. Wir wollen die eigentlich nicht zum Angreifen benutzen. Dafür sind die Jungs hier zu stark. So, und du schaust mal, dass du an dieses Bonusdorf kommst. Das wäre mir super wichtig. Wenn der uns angreift, okay. Okay, die ziehen alle. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. So, da ist die Hagia Sophia. Die wäre super für uns. Das muss man mal so sagen. Aber das mit den Aposteln finde ich eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Wir sammeln die jetzt alle mal. Zumindest die, die wir schon hier bekehrt haben. Das sind jetzt die vier. Jetzt gucke ich mal, was der hat. Okay, Märtyrer immerhin. Den können wir dann auch mal im Kampf benutzen. Einen brauchen wir dann noch. Trüffel, Kakao könnten wir kaufen. Annehmlichkeiten fehlen. Wollen wir das machen? Wollen wir uns wieder Sachen kaufen? Beim Japaner zum Beispiel, der uns ja eigentlich nicht mag. Wir müssten da eigentlich jemanden kaufen. Jade zum Beispiel, der mag uns. Das ist auch teuer, ne? Dann kaufen wir uns das von den Japanern, komm. Wir haben es ja. Was soll der Geiz? So, wie machen wir hier weiter? Haben wir hier noch schöne Sachen, die wir hier eventuell bauen wollen, die uns auch ein bisschen was bringen. Natürlich bringt uns irgendwie alles was, aber gibt es etwas, was uns besonders bringt? Die Schiffswerft, das ist alles Quatsch, die Bank, ja, brauchen wir im Moment alles gar nicht. Lass uns mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Renaissance-Mauern ist auch Quatsch, Festungen. Ich würde mal sagen, Kooperation könnte noch ganz spannend sein für uns. Das ist allerdings weit, weit Zukunftsmusik. Und allerdings dauert das alles sehr, sehr lange. Sperrkämpfer des Huyatikali gibt sogar Nahrung. Aber ist halt nicht so viele Seegeländefelder im Reich. Haben wir ein paar. Aber deswegen das zu bauen, weiß ich nicht. Fischerbootmodernisierung, ja, das bringt uns alles gar nichts. Die Belagerungs-Renaissance-Mauern. Wo gehen wir dann eher Richtung hin? Kohle ist wahrscheinlich das nächste. Industrialisierung. Das dürfte wahrscheinlich das nächste interessante Sache, die Sache sein. Sanitätsversorgung, Big Ben und so weiter. Gut, das wäre natürlich auch noch nicht schlecht, weil wir dann hier irgendwann nochmal Wohnraum schaffen können. Ich glaube, wir machen das mit der Sanitätsversorgung. So, da einmal bitte Bauernhof. Wunderbar. So, ihr Mönchskrieger, dann zieht mal durch die Lande hier. So, der Tagma hier, der ist doch eigentlich safe, oder? So, sehr schön. Der lässt uns in Ruhe, das ist wunderbar. Ja, der sieht uns jetzt auch nicht mehr. Okay, machen wir weiter mit dem Missionieren der gegnerischen Städte. Den ziehen wir natürlich jetzt erstmal weiter. Fragt sich jetzt die gerade, wohin? Preston ist jetzt schon konvertiert, gehört zwar England. Und wir müssen wahrscheinlich Nalanda und so weiter auch missionieren. Wir kommen da nicht drum herum. Aber ich würde sagen, der Glaubenskrieg hat offiziell begonnen. Oder? Ich denke, wir sind uns einig. Wir sind uns, denke ich mal, einig. Eine Runde werden wir noch weiterspielen. Wir kommen auch gut voran jetzt. Salpeter für 19 einmalig. Nee, ablehnen. Das ist mir ein bisschen wenig. Okay, gut, das ist mir auch egal da oben. Eigentlich müssen unsere Tagmas hier gut bestehen, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir schicken die gleich mal zurück. Und wir haben den Weltkongress. Oh, das wird spannend. 100% vom Ertragsstück des Stadtstaats, wenn ihr Handelswege zu einem Stadtstaat dieses Typ schickt. Oh, das wäre natürlich gut. Machen wir aber gerade nicht. Oh, das sollten wir auf jeden Fall verhindern hier. Dann müssen wir auf jeden Fall dafür sein. Und wir machen mal Religion statt Staat. 20% schnelleres Bevölkerungswachstum, aber minus... Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
Das Bevölkerungswachstum wäre für uns natürlich gut, aber oh, das ist ganz schwierig. Ich will die Loyalität nicht verlieren, ne? Aber den, nee, das Bevölkerungswachstum. Für uns wäre das schon gut, gerade für den Bezirksbau. Aber können wir das dann durchhalten? Wir machen das mal, aber wir geben hier nicht mal ganz so viel rein. Und hier würde ich mal mehr vergeben, auch wenn das, wenn wir das eigentlich noch nicht machen. Und die Religionsstadtstaaten super weit weg sind. Das sind beide Sachen eigentlich völlig. Aber wir müssen beide ja gewinnen. Wir wollen die Diplomatie-Siegpunkte haben, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Dann machen wir das mal so, hä? Vielleicht kriegen wir beide Resolutionen durch. Okay, wir haben beide Resolutionen durchbekommen. Das ist sehr schön. Das heißt, es gibt zwei. Oh, ist zur Beförderung verfügbar. Na, wunderbar. Na, wunderbar. Ja, die sind nicht verschanzt. Das ist auch Quatsch. Aber wir machen das mal. Zwei Diplomatie-Siegpunkte. Schaut mal an. Jetzt haben wir der ganzen schon 9. Das ist schon gar nicht so verkehrt jetzt. Das ist schon gar nicht so verkehrt. So, wir können neue Bezirke bauen. Wir können aber auch das Gurdwara bauen. Und wir bauen, glaube ich, erstmal das Gurdwara. Beziehungsweise wir können das auch mit Glauben kaufen, ne? Ja, das machen wir. Das gibt uns dann gleich mal mehr Glauben. Das brauchen wir, können wir andere Sachen nehmen lieber. Kornspeicher, wir haben ja auch massiv Nahrungsprobleme. Wir können aber erstmal einen Bezirk bauen. Die Frage ist nur, was für einen. Natürlich würde sich hier auch ein Industriegebiet gut machen an dieser Stelle. Für den Regenwald. Ich glaube, das wäre tatsächlich sinnvoll. Theaterplatz. Ja, Hippodrom natürlich, alles ganz toll. Das würden wir aber dann eher da in dieser Ecke machen. Ich würde sagen, Industriegebiet. So, du behältst dich erstmal soweit. Das sind unsere Mönchskrieger, die wir schicken müssen hier. Ja, die haben natürlich alle keine so wahnsinnig schnelle Fortbewegung hier. Klar. So, was ist mit unseren Posteln? 5 Stück haben wir jetzt. Haben wir die jetzt hier gesammelt? Können wir noch einen kaufen? Nee, ne? Nächste Runde wahrscheinlich erst. Wir lassen die Welle auch erstmal. Wir schicken die dann immer so in 6er-Wellen rüber. Das wird auch alles ein bisschen dauern. Sind wir ehrlich. Das wird alles nicht besonders schnell vonstatten gehen. Ja, gut. Wissen wir. So, jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Was gibt's hier? 20 Glauben. Naja, gut, es könnte schlimmer sein, ehrlicherweise. Diese Barbaren. Unfassbar. Ja, hier sind ganz schön viele Barbaren. Das ist super gefährlich gerade hier. Kommen wir hier an die. Ah, nee, kommen wir nicht. Dann hier hoch. Gott, da sind jetzt 2 Apostel. Eigentlich ist das doof, dass wir die jetzt alle hier unten haben. Ach, die werden uns doch alle hier ärgern, die ganzen Barbaren, oder? Das wird doch ätzend werden. Okay, wie das hier weitergeht, erfahren wir dann allerdings in der nächsten Folge. Ihr habt jetzt auf jeden Fall ganz viel Zeit, 2 Folgen zu kommentieren. Aus der Folge von Freitag und die Sonntagsfolge. Ja, Dienstag geht's weiter mit der nächsten Folge. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und habt euch wohl. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist eine ganz, ganz interessante Partie. Ich bin super gespannt, ob wir das hinkriegen mit dem Religionssieg. Vielleicht auch der Diplomatiesieg. Zwei Säulen haben wir noch, mit denen wir uns hier brüsten können. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ne? Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.